Das sind unsere Dachbegrünungsmuster. Da haben wir vier verschiedene Flächen bepflanzt. Eine davon, müssen wir sagen, ist experimentell. Ein experimentelles Dach für Sukkulentenliebhaber. Da sind verschiedene Hauswurz- und vor allem Murpfefferarten drauf. Dann haben wir aber auch eine Fläche, wo wir einfach fünf einzelne Sukkulentenarten, einheimische Sukkulentenarten zeigen, die sich besonders gut eignet, um so ein Dach aufzupippen. Dann haben wir eine Fläche, wo wir zeigen, dass man das Dach auch ansehen kann. Ganz normal, wenn wir hier schauen, dann sieht man an verschiedenen Orten Sämling. Aber das meiste hier zum Beispiel ist ein Sämling, den wir jetzt frisch angesät haben. Oder da, oder da, oder da. Und der Rest, das sind Stecklinge von Murpfefferarten, die wir hier aufgepflanzt haben. Und auf der letzten Fläche, da haben wir fünf Beispielspflanzen dazu gepflanzt. Wir haben auch ausgesät, angesät, die Dachbegrünungsmischung. Und die fünf Beispielspflanzen, die zeigen verschiedene Anpassungen an Mangelbedingungen. Mangelbedingungen, wenig Wasser, wenig Nährstoff und da müssen die Pflanzen sich etwas einfallen lassen. Da haben wir fünf Beispiele gepflanzt, die so Sachen zeigen. Zum Beispiel filzige Blätter da beim Silberblattsalbei oder beim Walliserschwingel. Rollblätter, Nadelblätter da beim Kartäusernägeli. Besonders behaarte Blätter beim Habichtskraut beim Behaarten. Oder da einfach kleine Blätter beim Thymian. Wenn es um Dach- und Fassadenbegrünung geht, stellt sich auch immer die Frage, wie die Pflanzen dann überhaupt aufs Dach kommen oder an einer Fassade aufwachsen können. Und da haben wir gerade auch im Eingangsbereich von der Sukkulentensammlung zwei Beispiele gepflanzt. Da in diesem Topf haben wir einen Hopfen gepflanzt und man sieht, wie die Hopfentriebe hier im Uhrzeigersinn um die Stützen herum ranken, die immer schön einfach rundherum, rundherum. Man kann das natürlich auch bei den Bohnen anschauen. Da haben wir im Topf nebendran eine Stangenbohne ausgepflanzt. Und da sieht man, dass die das genau gleich macht. Und wenn man aber genau schaut, was der Unterschied ist zwischen diesen Pflanzen, dann sieht man, dass die im Gegenuhrzeigersinn um die Stangen herumwickelt, während dann der Hopfen der ist im Uhrzeigersinn, wo man windet. Das ist ja das Hauptthema vom Ausstellungsdesigns der Sukkulentensammlung. Die Pflanzen den Raum erobern. Eine Variante ist Kletterpflanzen. Kletterpflanzen, wie man hier im Bild sieht oder auch im Zeitraffer-Video. Kletterpflanzen, die windet um eine Stütze herum. Oder Kletterpflanzen, die sich mit Wickel ranken. Das sieht man dann hier im Video irgendwo an einem festklammert. Da hätten wir ein Beispiel von so einer Pflanze, die sich eben festklammert mit sogenannten Wickelranken. Das ist ein Kürbisgewächs mit einem dicken Wasserspeicher an der Basis. Und jedes Jahr macht die Pflanze so krautige Trieb. Die hat jetzt also richtig angefangen zu wachsen. Und man sieht da so einen Trieb, der kann ohne weiteres im Tag pro Stunde einen Zentimeter wachsen. Und wenn man einen Zeitrafferfilm hätte, dann sieht man, dass die Triebspitzen da immer so ein bisschen kreisen. Auch die da, die macht eigentlich den ganzen Tag so, bis sie in einem einen Support findet. Und da sieht man, was passiert. Die Wickelranke hat jetzt da ein Blatt gefunden, wo sie sich festklammern kann. Sie macht sofort zwei oder drei Umdrehungen. Und spannend ist, wenn man die jetzt über die nächsten drei, vier Tage betrachtet, dann gibt es nämlich eine Doppelspirale daraus, so wie wir das da hinten sehen. Also das ist vor vielleicht vier Tagen, fünf Tagen noch eine gerade Wickelranke gewesen, die sich da oben verankert hat. Und nachher hat sie sich aufspiralisiert und das gibt der Pflanze eine unheimliche Stabilität, wo sie da aufgehängt ist mit in der umgebenden Vegetation. Erobern vom Raum, haben wir vorher gesehen, geht durch Klettern. Erobern vom Raum geht aber auch durch Räuchen und das zeigt der Säulenkaktus hier ganz besonders gut. Der fängt einfach einmal an und wächst dann liegend über Meter Distanz. Also wenn wir jetzt die hier anschauen, die ist wirklich, jedes Jahr wächst sie ungefähr so viel und die wächst uns da das ganze Mittelbeet durch und mittlerweile ist sie da vorne angelangt und alles, was sie unterwegs antrifft, das überwächst sie einfach, das überwuchert sie. Erobern vom Raum geht natürlich ganz besonders gut bei Flügen. Und da an dieser Station zeigen wir ausgewählte Beispiele von Sukkulenten, aber auch von nicht sukkulenten Pflanzen, die fliegen können. Sie können natürlich nicht fliegen wie ein Vogel, aber sie haben Samen, die durch den Wind, sogar vielleicht durch die Hemmung, verbreitet werden. Und ein so ein Beispiel ist das Aasblumengewächs, das Stapelia, wo jeder Samen ein haariges Fallschirm hat. Und das dient dazu, dass der Samen einfach nicht so schnell zu Boden sinkt. Gibt das auch in der einheimischen Vegetation Pflanzen mit Flugsamen oder sogar mit Flugfrüchten, zum Beispiel die Linde. Das ist ein Samen, den man vielleicht noch kennt vom Heiltee aus. Und den kann man da einfach ja, einen nach dem anderen fallen lassen und dann drehen sie sich so schön. Und wenn es dann nachher windet, dann nachher wird der drehende Samen auf die Seite verfrachten und wegblasen.